und es sieht echt nicht mehr schön aus. Aber hast du Reifen? Irgendwie kriege ich alles kaputt. Ich darf stehen. Guten Morgen. Bei uns scheint schon wieder herrlich die Sonne. Es ist echt ein Traum. Wenn morgens die Sonne scheint, dann scheint sie hier direkt bei uns im Bus rein. Und wir können immer draußen frühstücken. Was ich jetzt mache, das wollte ich seit Ewigkeiten mal machen. Und zwar mein Nagellack an den Füßen entfernen. Also es ist schon fast alles ab. Rausgewachsen und vom Sand. Und es sieht echt nicht mehr schön aus. Das muss jetzt mal ab. So sieht es hier aus an den kleinen Zehen. Es ist schon komplett weg, der Nagellack. Und hier ist noch echt hübsch der Nagellack drauf und der andere Fuß sieht genauso aus. Das sind noch die Reste von der Hochzeit von Alice und Marie. Naja, sieht nicht mehr schön aus. So, ich muss sagen, das sieht viel besser aus schon wieder. Und wenn ich gerade dabei bin, kann ich auch direkt eigentlich meine Fingernägel und Fußnägel ein bisschen schneiden. Ob es euch auch manchmal so geht, dass euch das dann einfach irgendwann egal ist, wenn das so rauswächst und nicht mehr schön aussieht oder ob das einfach ich bin, dass es mich so absolut nicht interessiert oder juckt, wenn das einfach nicht mehr schön aussieht. Ich lasse es dann einfach von alleine rauswachsen. Naja, aber jetzt war auf jeden Fall so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt kommt's weg. Meine Nägel sind wieder gerichtet. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin sommerlich angekleidet. Die Sonne scheint. Sonne scheint. Es ist warm. Ja. Außer der Wind, der ist frio und ein bisschen frisch. Mhm. Und ich würde mal auf Anweisung meiner Frau die Wasserkanister füllen. Genau. Wasser ist leer und Toilette ist voll. Sollen wir aufteilen? Soll ich das Klo leeren und du füllst das Wasser? Beim Wasser holen muss man mehr schleppen. Ja. Ist das okay? Machen wir so. Ja. Okay. Hoppla. Und den. Oh, und Abwasser ist auch voll. Ich gehe dann schon mal, ne? Ja. Also kümmerst du dich ums Abwasser noch? Ja, mache ich. Sehr gut. Ja, wir haben nämlich keinen Abwasserkanister oder keinen Abwassertank am Bus. Deshalb haben wir jetzt da so einen Trinkwasserkanister oben aufgeschnitten, einfach drunter gestellt. Ja, das sind 5 Liter, ist relativ schnell voll, der muss wieder geleert werden. Genau, ich mache mich mal ans Klo leeren. Jetzt geht das Ganze mit so einem Drückknopf. Jetzt muss ich es nur timen, dass ich es rechtzeitig loslasse. Also ich glaube sowas. Stopp. Wow, perfekt. So, Wasser ist wieder ganz voll aufgefüllt. Toppi. Und wir haben auch wieder schön Teewasser, Kaffeewasser. Und dann mache ich mal direkt einen Kaffee. Da ist Kate wieder. Ja. Hat's geklappt? Hat geklappt. Super. Aber es gibt doch Toiletten auf dem Camping. Ja, aber nachts wollen wir ja nicht rauslaufen. Genau. Und mein Mann muss immer nachts auf Toilette. Ich schon, ja. Und ich morgens auch meistens schnell. Morgens ist es auch kalt. Und dann ist es schon schön, wenn man einfach im Bus bleiben kann. Genau, also ich finde es schon auch echt angenehm, dass ich nicht über den Camping laufen muss in mein Unterhöschen. Und schwärmen ist auch nicht schlimm. Nee, das geht ja super schnell, vor allem wenn es nur Pinkel ist. Aber hast du reingeschissen? Es war nicht nur Pinkel drin. Ja, das kann sein, ja. Warst du das? Das war ich. Ich dachte, wir haben nur Pinkel, es ist einfach zu lernen, ich musste einiges spülen. Oh, tut mir leid.
Und danke dir. Jetzt ist es auch noch Großputz. Ja, das stinkt schnell irgendwie, so eine Toilette. Das sammelt sich dann irgendwie unter der Brille und so. Naja, das wollt ihr nicht genau wissen, glaube ich, aber wichtig zu putzen. Fertig. Herrlich, dann können wir unseren Kaffee genießen jetzt. Ja, Hammer. Und das würde aber meistens nicht so schön. Kaffee ist gemacht, wir genießen jetzt die Sonne, die Wärme und Kate macht mir... Wir stärken uns fürs Wasser nachher. Genau, und du machst deine Orangen. Die schmecken so gut hier. Mhm. Ich habe schon gegessen, die ist jetzt geil. Genau, und wir stärken uns für den Wassersport nachher, glaube ich. Der Wind kommt schon richtig. Weiß nicht, ob man es sieht hinter mir. Die hinter dir? Du meinst deine Haare? Nee, die Bäume fangen an zu wackeln. Da guckt man immer am ersten nach, ob die Bäume wackeln. Ja. Wird was. Genau, ich schau mal, was ich mache. Ich habe nämlich... vorgestern gewinkt und da kam ich vom Wasser und dann stand mein Mast so fast in 20 Grad gebogen. Irgendwie kriege ich alles kaputt. Ja, jetzt bin ich mal mit der Hersteller in Kontakt, wie das sein kann und was wir da so machen. Auf jeden Fall, einen langen Mast habe ich nicht, aber ich habe noch den Surfvollmast, der Kurzmast, damit kann ich dann vielleicht noch aufs Wasser und das baue ich mich dann gleich wahrscheinlich mal auf. Du gehst kiten? Ich geh kiten, denke ich, ja. Während Kate schön am Lesen ist, bastel ich noch mal ein bisschen. Foil ist aufgebaut für später, vielleicht geht's dann aufs Wasser. Ich lese ein gutes Buch. Du lest ein gutes Buch? Ja, ja, ich mag es, wenn man ein gutes Buch wenn man so richtig drin versinkt. Wenn man einfach nicht aufhören will. Abends immer, oh, ich will lesen und morgens früh wieder direkt lesen. Ja, das ist schon herrlich, ne? So richtig absinken im, in Geschichte. Ja, dann störe ich dich nicht weiter, dann genießt es. Wie gesagt, ich bastel hier ein bisschen weiter, weil schau, ich trage immer das Board, weil das relativ schwer ist auf meinen Kopf. Mit dem Helm ist das ziemlich angenehm, aber das Board mag das nicht so. Wir färben nämlich ganz ab, ist nicht so gut für ein Board. Deswegen habe ich gedacht, ich habe hier noch so ein Stückchen Gummimatte und das klebe ich jetzt mal drauf. Und dann muss das Problem behoben sein. Die einzige Frage ist, ob es erhalten wird, aber das würden wir dann herausfinden. Sonst musst du halt das Board ohne Helm tragen, einfach auf deinem Kopf. Ja, nee, das ist nicht angenehm. Also mit dem Helm ist schon deutlich besser. Stell dich nicht so an. Ich probiere es mal und dann schauen wir, wie es wird. So, ordentlich geklebt, das wird wohl heben. Hammer! Sehr gut. Hey, wie siehst denn du aus jetzt? Ich habe einen Rock hier angetroffen. Oh, das sieht ja süß aus. Vor allem sehr warm, weil es geht ein frischer Wind und wir setzen uns heute Abend mal wieder zusammen. Haben eine Grille angeschmissen. Wir essen unsere Reste. Wir setzen uns dazu. Es gibt Nudeln. So Tomatennudeln, so rote mit Soße. Die Soße hatten wir von gestern, übrigens hatten wir mit Wraps. Lecker, ja. Ich habe Lust auf was Warmes. Genau. Und ich werde mal versuchen, die gleiche Technik anzuwenden wie du und mir auch so ein Fließdeckenröckchen basteln. Garnierchen, Fließdecke. Ich bin warm heute Abend. Sehr gut. Und anders gehen wir einfach in den Bus. Das war. Ja. Guten Morgen von uns. Guten Morgen. Hallo. Kai richtet schon Frühstück. Naja, es ist eigentlich schon, wie spät ist es? 10:30? Es war aber auch echt Wetter, um lange im Bett zu bleiben. Es hat bis jetzt volle Kanone geregnet. Geregnet und gestürmt und wir haben es gemütlich gemacht. Ich bin voll vertieft in meinem Buch. Ich kann gar nicht aufhören. Es ist so spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ein gutes Buch hat. Ah, richtig gut. Ich muss auch gleich weiterlesen, weil ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich kenne es, weil ich hatte es vor einer Woche, habe ich das Buch gelesen und dann ging es mir genauso. Da hat Kate mit mir geredet, ich habe gar nicht mehr geantwortet. Nee, und dann dachte ich, ja,
das kann doch nicht und so. Und jetzt geht's mir genauso. Jetzt geht's so. Ja. Ach ja, und wir haben übrigens keine Bücher dabei, sonst müssten wir irgendwie, keine Ahnung, einen riesen Stapel Bücher mitnehmen, wenn wir so lange unterwegs sind. Deshalb haben wir ein Kindle und ist schon cool, perfekt. Weil man kann einfach super viele Bücher draufladen und man hat einfach nur dieses eine Gerät. Man braucht nicht so viel Platz, es wiegt nicht viel. Findest du es auch gut, damit zu lesen? Ja, das schließe ich eigentlich angenehm, obwohl ich auch gern so ein Buch in der Hand habe. Aber so zum Reisen ist schon echt der Vorteil mit dem Platz. Ne? Also wir könnten nie so viele Bücher mitnehmen. Nee. Also das dachte ich auch erst. Ich mag es auch, ein richtiges Buch in der Hand zu haben und die Seiten umzublättern. Und da dachte ich immer, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt will. Aber ich finde es echt entspannt, vor allem auch abends, wenn einer schon schlafen will und der andere noch lesen möchte. Ja. Dann kann man einfach das Licht ausmachen, weil das leuchtet ja von selber. Und das ist aber nicht so hell, dass den anderen stört. Und man kann sich irgendwie auf die Seite legen, das Buch so an die Wand anlehnen. Und die Seiten fallen nicht immer zu, wie bei einem normalen Buch. Also man kann es einfach hinlegen und man kann lesen, muss nur tippen zum Weiterblättern. Finde ich schon auch entspannt. Wir sind auch wieder froh, dass wir die Paletten hier haben, weil die Pfütze ist wieder da. Aber es war nur jetzt heute Nacht und heute Morgen, wo es so geregnet hat. Und ich glaube, nachher kommt wieder die Sonne. Und ja, dann ist erstmal wieder kein Regen angesagt. Süden ist schon... gut, also es kann über Nacht locker regnen, so viel es will, wenn es langsam wieder trocken ist. Ist super, ne? Ja. So sieht es jetzt hier aus. Ah, es wird schon wieder heller, die Luft. Da kommt schon wieder was blau, glaube ich. Was brauchst du? Haferflocken. Haferflocken brauchst du, okay. Ja, Nüsse. Hä, was mit der Kiwi? Wolltest du die auch reinhaben? Nee, die ist gefallen. Ist die gefallen? Haferflocken. Nüsse auch? Ja. Grüßli? Ja. Und Haferflocken. Oh, ich glaube, du brauchst noch mehr, oder? Mhm. Hier oben ist immer unser Vorrat an Nudeln und Zeug, was nicht im Kühlschrank sein muss. Schauen wir mal. Haferflocken. Ja. Das ist die letzte Packung. Dann müssen wir wieder kaufen gehen. Ja. Aber heute ist Feiertag. Ja, heute können wir nicht. Feiertag. Spanier haben irgendwie 6. Dezember und was ist heute? 8. Dezember 8. ist irgendwie Feiertag. Ja, es hat mit Maria zu tun, glaube ich. Maria ist das unbefleckte Kind, weil sie ja, sie ist ja, wir ohne nachgelesen, ne? Sünde aber nicht auf die Welt gekommen. Nicht so wie wir alle, die mit Sünde auf die Welt gekommen. Und irgendwie, das muss gefeiert werden. Nee, sowas. Irgendwie sowas war es. Ja. Genau, deshalb heute können wir nicht einkaufen, aber reicht noch. Ja. Wir würden nicht verhungern. Milch haben wir aber keine mehr, ne? Wir machen deshalb das Müsli mit Wasser. Ja. Ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Oh, lecker! Danke! Wir denn das erste Mal, dass wir seit langem, dass wir wieder drinnen frühstücken. Ja. Oder gehst du raus zu frühstücken? Ja, vielleicht laufen wir eine Runde mit dem Müsli. Lass du mich alleine frühstücken? Aber genau, hier frühstücken. Na, ich kann auch lesen, ist egal. Lesen und frühstücken, ja. Geht schon. Geht also einen guten. Jetzt ist auch eine unserer täglichen Routinen, das kennt jeder. Oder weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aber abwaschen. Wir schon abwaschen. Naja, wenn man eine Spülmaschine hat, kennt man es nicht. Aber schön, ne? Zusammen abwaschen. Besser wie in der Bus, du brauchst nicht mehr knien. Nicht mehr auf meinen Knien sitzen. Ich darf stehen. Ja, und warm Wasser. Und warm Wasser. Oh, also unser Geschirr ist die letzten Tage richtig sauber. Ja, okay, vamos. Wenn gespült ist, kann wieder dreckig gemacht werden. Wir trinken wieder einen Kaffee. Ja, herrlich. Und denk mal ein, ne? Langsam ist so die Adventszeit bei uns angekommen. Siehst du gar nicht. Das heißt, Kate, was haben wir? Warte, lass die Tasse voll machen. Da. Tasse voll? Wir haben Weihnachtsplätzchen. Unser Campingnachbarn, der Martin, dem seine Tochter hat in Österreich eine eigene Bäckerei. Ja. Die ist Konditormeisterin. Und die hat uns ein Paket mit leckeren Keks hingeschickt. Süßwaren. Ja, ja, lecker, lecker, lecker. Genau. Hast du schon was probiert? Schmeckt köstlich. Richtig, ja, gut. Und doch, da genießen wir jetzt weiterhin von. Machen wir uns eine schöne
Adventszeit. Adventszeit, Weihnachtszeit. Ja, wir freuen uns drauf. Kommende Wochen schon, oder? Ja, bald kommen. In einer Woche, in einer guten Woche. Gute Wochen kommen die Eltern. Meine, da kommen meine erst. Deine erst, dann meine. Und mit Weihnachten. Mit denen auch 3 Wochen noch hier auf dem Camping. Genau, und da freuen wir uns schon richtig drauf. Family Time. Ja. Bis dahin machen wir uns zu zweit noch kurz gemütlich. Oder zu zweit hier mit der. Die Woche geht immer schnell, schon kurz. Ja. Wünschen euch auch eine schöne 3. Advent. 2. glaube ich. 3. schon. 3. 3. Advent schon. Oh. Ja, so schnell ist Weihnachten. 3. Advent. Genießt es. Hoffentlich auf die nächste Woche wieder dann. Ja. Seid dabei. Gebt uns einen Daumen nach oben und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tag, tag. Tschüss. Tschüss.